Hi, heute kommentiere ich mal wieder eure Kommentare und dank eurer grandiosen Hilfe und Kreativität habe ich endlich einen passenden Namen gefunden und zwar Kommentirella. Yay! Aber heute in einer Special Edition. Wenn ihr My Heart Tour auch anguckt, so wie ich, dann kennt ihr vielleicht die Tunesdays. Das ist jetzt so ein bisschen angelehnt daran, da ich einfach eure Kommentare kommentieren werde, indem ich einen Song abspiele und dazu dann meinen Kommentar singen werde. Genauso wie das Intro. Song heißt Funny Moments 5. Ich kommentiere eure Kommentare. Das macht mir so viel Spaß, oh ja. Ihr habt wieder viel Hate geschrieben. Doch das macht mir nichts aus. Ich bin hier geblieben für euch, für dich, für dich. Mirello Bertz, ich vergess euch nicht. Los geht's! XOF fragt, wie stylst du deine Haare so? Zu dem Song Homestyling. Zuerst musst du dir einfach einen Zopf machen. Das bringt nicht nur dich, sondern auch andere zum Lachen. Ich laufe den ganzen Tag so herum. Dreh ich ein Video, dann bring ich den Dutt um. Ich mach ihn auf. Lasse die Haare fliegen, dann bleiben sie hoffentlich so liegen. Das ist auch das Geheimnis. Fake it until you make it. Tanja Alkozer beschwert sich, hätte mir ernsthafte Tipps erhofft. Diese Tipps sind in der Realität nicht umsetzbar, ohne verrückt zu wirken. Oh, zum Song Going Crazy. Was war die Frage nochmal? Okay. Du bist ein bisschen crazy, das ist okay. Verrückt sein, das tut wirklich niemandem weh. Sei ein bisschen crazy, 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 crazy. Hast du dir richtige Tipps auf, bist du falsch hier? Liebe Tanja, es tut mir so leid. Du hast dir Tipps hier erhofft. Doch hier bist du falsch, es ist albern und gemein. Wichtige Tipps gibt's woanders. Melissa Amine schreibt, das lächerlichste Video ever. Okay, vielen Dank für dieses nette Kompliment. Super nett von dir, mein Kind. Oh, vielen Dank für dieses Kompliment. Nicht jeder findet lächerlich wirklich nett. Ich schon. Ich find's nett. Oh. Du bist wirklich lächerlich, oh yeah. Das macht mir auch gar nichts, oh yeah. Gehst du manchmal einen trinken? Nein. Wie kommst du darauf? Ich muss blinken. Zweimal. Alicia Lindemann, habt ihr euch extra und nur dafür ein Longboard gekauft? Gangster. Oh, falsch geschrieben. Ein echter Gangster. YouTube Money Haters in the house. What? Wir haben nicht so viel Geld von unseren Videos. Wir arbeiten hart dafür. Das geht viele los. Oh, ich sollte Rapper werden. Oh, das würde viel Geld geben. Nein, wir haben uns das Longboard nicht extra gekauft. Nein, what? Ich erzähl dir mal, was passiert ist. Ich und Nisi, wir wollten ein Video drehen, hatten aber kein Longboard dafür. Wir haben auf WhatsApp rumgefragt, wer denn ein Longboard hat. Dann hat die Julia von Mainstream TV gesagt, hey TV, ich hab ein Longboard für euch, Mädels. Mädels, auf Mädels reimt sich nichts, Mirella. Sniperboy LP schreibt, hallo mir relativ egal, ich habe einen Tipp, nenne dich auf YouTube doch einfach Mirell aktiv egal, groß geschrieben. Kann mir bitte jemand diesen Kommentar erklären?
Ich versteh's wirklich nicht mehr. Mirella ist mein Vorname. Und das ist ein Wortspiel aus mir relativ egal. Warum verstehen so viele nicht mehr? Es macht mich traurig, ich mag den Namen so sehr. Warum aktiv? Warum? Warum aktiv? Warum? Mia Leskinen schreibt, wusste schon immer mal, dass du so unaufwendiges Video machst. Manche Videos haben weniger Aufwand als andere. Manche Videos sind aber trotzdem lustiger als andere. Deswegen mache ich einfach, wozu ich auch Lust hab. Auch wenn's ziemlich scheiße ist, ziemlich scheiße ist, das ist egal, das ist scheißegal, mir relativ egal. Solange manche von euch lachen können, werd ich mir diese Videos immer gönnen und du auch. Zu dem Kommentar möchte ich noch sagen, dass meine Prüfungszeit in 2 Wochen beginnt und ich werde da etwas im Stress sein. Deshalb möchte ich jetzt die Upload-Tage abschaffen. Und ich werde einfach Videos hochladen, wenn ich die Zeit dazu habe, wie zum Beispiel heute. Heute ist weder Montag noch Freitag. Aber ich wollte einfach mal ein Video rausbringen und dadurch, dass ich nicht mehr nur 2 Upload-Tage habe, kann es auch mal gut sein, dass vielleicht mehr Videos kommen. Einfach, weil ich dann nicht mehr so das Gefühl habe, scheiße, du hast nur 2 Tage in der Woche, wo du was hochlädst. Die Videos müssen besonders aufwendig sein, sondern ich kann auch mal einfach nur ein Laber-Video machen oder einfach mal... Ich habe das Gefühl, ich möchte einfach mal wieder back to the roots vloggen, mit euch reden, witzige Sachen erzählen. Und vielleicht möchte ich in Zukunft auch mal ein Format einführen, wo ich mal eine Woche jeden Tag ein Video hochlade. Die sind dann vielleicht nicht so aufwendig, aber ich denke trotzdem noch lustig und Sachen, die ich einfach gerne machen möchte. Sobald ein neues Video kommt, werde ich es auf jeden Fall auf Twitter und Facebook immer ankündigen. Also solltet ihr mir da unbedingt folgen. Ich heiße dort mir relativ egal, würde mich sehr freuen. Hier verlinke ich dir mein letztes Kommentare-Kommentieren-Video. Das war noch ohne Singen, aber dafür mit anderen Persönlichkeiten. Die werden in Zukunft auch mal wieder auftreten. Und darunter verlinke ich dir einfach mein allererstes Kommentare-Kommentieren-Video, weil das ja auch ziemlich gut bei euch ankommt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Und wenn ihr die Videos natürlich nicht verpassen wollt, solltet ihr diesen Kanal abonnieren.